Die hat leichtes Lachen. Sie muss sie nicht wegschnetzeln. Könnt gerne mitkämpfen. Meine Elster. Krähenfels. Menschen haben dort tagelang Feste gefeiert und getanzt. Und jetzt schmausen die Monster des dunklen Kerns in ihren Ruinen. Tolle Zeiten. Ihr habt es also über die Brücke geschafft. Beeindruckend, muss ich zugeben. Aber keine Sorge, darauf bin ich vorbereitet. Warum bereitet ihr sich darauf vor, dass wir bestimmte Abschnitte erreichen, anstatt einfach sich so vorzubereiten, dass ich keinen einzigen Abschnitt durchkomme? Das ist doch mal ein wahres Wort. Das ist der Torwächter. Torwächter, das sind die Feinde, die ich im Zusammenhang mit der umfangreichen Töterei erwähnt. Ich weiß, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich weiß auch, dass ich schon mal überzeugen kann. Viel zu viel! Hey, Karamba. Jetzt wird's aber gut, die Zeit ein bisschen lebensmäßig passieren. Ich will nach Hause. Ich bin extra so schön mit den Bomben. Ja. Ja. Gute Nacht, Torwächter. Zugesetzt. Und hallo, dunkler Kerl. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr... Was? Der Torwächter ist tot? Männer, greift sie an! Die mit den Waffen, die alle anderen umgebracht haben! Die Helden, die hinter dem Kern her sind! Die da! Oh, ich glaube, wir haben ihm den Geburtstag verdorben. Ja, wahrscheinlich. Sesam, öffne dich. Hier haben sie die dunklen Kugeln geschaffen, die so viele Leben gekostet haben. Also, ja, ihr solltet vermutlich versuchen, möglichst so schnell hier durchzukommen. Ja, das Problem ist nur, ich würde eigentlich gerne dieses Ding in der Mitte kaputt machen. Zu viel des Guten! Lieber mal nicht in den Integrationsstrahler durch. Boah, schon wieder Lebenspunkte. Die Sau. Ich will nach Hause. Ey, Karamba. Unser hier steckt ein bisschen zu viel an. Ein bisschen zu viel, meine ich wirklich zu viel. Gerät ist fast kaputt. Geht doch. Oh, Implosion. Viel zu viel. Nicht so schnell. Ihr seid genau dort, wo ich euch haben will. Was für ein Glück. Überladet die dunklen Kugeln und bringt Marshmallows mit. Ich möchte sie rösten. Mit dunklen Energien ist nicht zu spaßen. Bleibt cool. Bleibt cool, top. Oh, was für eine üble Hölle ist das? Männer! Der dunkle Kern muss gerettet werden. Unbeschadet, so gut wie neu. Haltet sie auf! Ja, komm schon, gib es. Einer. Hey, Karamba. Jetzt geht's aber ab hier. Okay, jetzt geht's mir besser. Kinas, jetzt rennt man aber viel. Das
Das reicht mir schon. Scheiße, ich wieder vergessen, dass er so ein Totem aufgestellt hat. Ich hasse diese Totems. Wenn die treffen, das ist wirklich übelster Schaden. Ansonsten hat der eigentlich wenig. Wenn wir zusammen sind. Ah, fuck, ich hab das Ding wieder geschafft. Oh, aber nicht abgekommen. Sauber. Power Mode. Thank you very much. Ja. Haben sie mich aber so gekriegt. Und Level up. Ha. Gotcha. Gut, der dunkle Kern liegt direkt vor euch. Ich weiß das, weil... Ihr könnt von Glück reden, dass ihr das nicht spürt. Ich kann es euch nicht beschreiben. Oh. Ist es was Ekelhaftes? Erwartet ihr uns etwa in Hotpants? Das wäre echt übel. Das wäre richtig übel. Wow. Faszinierendes Gerät. Der dunkle Kern findet sich nicht im Obst. Können wir... diese Kristalle könnten... zerstört sie. Ich halte das bald nicht mehr aus. Jetzt spürt ihr meine Macht. Naja, sie hat erst ihren eigenen Kopf. Aber der dunkle Kern wird euch ein für alle Mal auslöschen. Okay, hinter diesem Eisen bin ich hoffentlich dann geschützt. Ja. Das wird als erstes rausgefunden. Jetzt, da ich frei bin, werde ich über die ganze Welt geschleppt und muss mich allen möglichen Monstern stellen. Pass auf. Das ist nur die dumme Frage, wie komme ich da rein? Ah, kommt her. Macht das Schaden? Keine Ahnung. Ja, es macht ein bisschen Schaden. Tötet diese Kristalle oder tötet mich? Im Augenblick ist es mir völlig egal. Zerstört die Energiekristalle. Ja, klar, gerne. Nur, die sind mit so einem fucking Schutzschild überzogen. Dass ich nicht weiß, wie ich reinkomme. Ach! Das bricht irgendwann zusammen. Das wäre doch gut. Oder auch nicht. Hm. Okay, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von allem, zerstört diese Kristalle. Ja, ich stehe auf dem Schlauch. Ah, okay. Es kommen Monsterhorden und dann ist ein Schutzschild unten. Ach, süße Götter des Lichts, das ist es. Jetzt den anderen. Jo, nur dass ich nicht in solch einem Strahl gefangen werden sollte. Kommt ihr mal bitte nachgelaufen? Ein größerer Strahl. Okay, das, dem Schaden konnte ich nicht mehr abhauen. Weggelaufen! Oh, ich muss gar nicht platt machen, das ist das... Ah, fuck it. Weggelaufen! Sagt mir doch einer, dass das Ding da hinten offen ist. Aber ich muss jetzt mit dem... Jetzt kann ich mit der drüber. Okay, auf der linken Seite ist offen. Jetzt warten wir hier oben. Jetzt ab. So, jetzt kommt er da. Unheimlich! Shit, voll durch. Ach, das ist doch jetzt mies. Ich bin gefangen in diesem Dreieck. Auf ein neues. Wirbel, 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 wirbel. Macht Spaß, mir zu folgen. Den Kleinen auf jeden Fall nicht, dass sie tot sind. So, und
da komme ich jetzt nicht dran. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ich weiß nicht, wie lange da bis er tot ist. Da. Der dunkle Kern kann nicht versagen. Er ist unzerstörbar. Das stand so auf der Packung. Ja, nur leider sind Verpackungen doch öfters mal enttäuschend für den Verbraucher. Na, oh, fuck. Hopp, jetzt einfach da hoch. Scheiße. Shit, shit, shit. Na, vielleicht doch lieber einmal rum. Wollen ja nichts riskieren. Hey, Karamba, ich will doch jetzt nicht meinen letzten Heiltrank dafür verschwenden. So, jetzt hat aber. Komm, gib ihm. Eureka! Ja, du hast es geschafft! Wow, ich fühle mich fantastisch! Und da der dunkle Kern zerstört ist, kehrt das Leben zurück. Ihr könnt stolz auf euch sein. Zanes Zorn wird euch verfolgen. Schlimm wird sein Missfallen sein. Er wird fürchterlich genervt sein. Wartet's nur ab. Ja, was anderes wollen wir ja auch gar nicht erzählen, wa? Burg von Palambron abgeschlossen. Auf Legendary. Punktzahl, Punktzahl, Level. Und es gibt eine neue Rüstung. Salbe. Was macht eine... Okay. Eine Salbe. Naja. Salben halten den Träger am Leben. Besitzt er weniger als 20% Gesundheit gewährt Gesundheitskugeln ihm 50% mehr Gesundheit. Okay, her damit. Dann die Kampfkünste haben sich der Seelenschlund verbessert, die Heilung um 50% verstärkt oder der Schaden um 30% erhöht. Nehmen wir lieber eine Heilung. Das ist wichtig. Was ist das auch schon wieder? Wir müssten nur noch mal einen Job Heiltrank nachkaufen. Und dann geht's schon weiter. Und zwar für mich jetzt mal in die Unterwelt. Cool. Wir müssen eins am anderen machen. Also erst die Unterweltpassage.